Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! Meine Einschätzung zur Umsetzung des DSA gibt es jetzt in 90 Sekunden. Gut daran ist die Klarheit bei der Störerhaftung und die Beteiligung der Zivilgesellschaft im Beirat. Aber insgesamt finde ich die Umsetzung doch misslungen. Denn erstens, noch häufiger als bisher, können Netzsperren wegen Urheberrechtsverletzungen direkt beim Anbieter und ohne Richtervorbehalt eingefordert werden. Wer die vorgesehene Verhältnismäßigkeit prüfen soll, bleibt dabei völlig offen. Als Linke kritisiere ich dieses Zensurheberrecht. Zweitens. Die Pflicht zur proaktiven Datenweiterleitung an das BKA in Artikel 18 des DSA steht bei Gefahr für Sicherheit von Personen, ist ein sehr, sehr schwammiger Rechtsbegriff. Das muss konkretisiert werden. Will man was massenhaftes Ausleiten personenbezogener Daten verhindern und Gerichte mit Klagen nicht überlasten? Drittens. Die Anwendung des Digitale-Dienste-Gesetzes ist völlig unklar bei nicht kommerziellen Diensten, wenn sie dezentral organisiert sind wie Mastodon oder das Wikimedia-Projekt Wikicommons. Die Autoren-Community dort ist getrennt vom Verein Wikimedia. Sollen jetzt ehrenamtliche AutorInnen das Beschwerdemanagement einrichten und Transparenzberichte erstellen? Eine Umsetzungsunterstützung für nicht kommerzielle Anbieter und viele kleine und mittlere Unternehmen unter den 5.000 betroffenen AnbieterInnen gibt es bisher nicht. Viertens hat die künftig zuständige Bundesnetzagentur als digitaler Dienstekoordinator bisher noch nicht einmal Stellen dafür, ist in 4 Wochen aber bereits Ansprechpartner für über 5.000 Anbieter und mehrere Millionen NutzerInnen. Bessern Sie das nach, liebe Ampel, und das sehr schnell. Vielen Dank.